Hallo Leute und herzlich, Digga, war das Lauerklau, oder? Hallo Leute und herzlich willkommen zu Minecraft mal Prison. Junge, irgendwann, wenn das Projekt fertig ist, gibt es ein Best of Versprecher. Oder würde einfach jedes Intro dabei sein. Ich hab alle Folgen von Prison auf meinem PC, alle Folgen, meine und deine. Ey, wieso meine? Weil ich die runtergeladen habe. Was? Ich lade mir deine Folgen immer erst runter, danach schaue ich sie, damit du keine Klicks kriegst und keine Watch. Nee, guck mal da drüben, guck mal da hinten, brennt's gerade. Ich bin gestolpert, das ist nicht lustig. Hat wehgetan. Och, jetzt ist hier alles verteilt. Och. Wir haben ein Problem gerade. Und das wäre? Wir können den Erfolg gerade machen. Wieso? Die gerade alle verbrannt sind. Also? Ja. Ja, aber spawnen die wieder? Vielleicht nachts erst wieder. Och nein. Wir müssen erstmal warten, bis Nacht ist, aber wir machen das heute in der Kein Kommentar dazu. Ja, Leute. Oh, scheiße. Wir hatten eigentlich ein Skelett gesehen. Also Red hat es in der letzten Folge noch entdeckt. Und wir wollten das jetzt halt erschießen, weil, wie ihr hier seht, bei den Erfolgen, dieser Erfolg haben wir immer noch nicht. Und den hier haben wir auch noch nicht. Und sonst haben wir, glaube ich, ziemlich alles. Nee, Abenteuerzeit haben wir noch nicht. Das Ende, klar. Abenteuerzeit, das Junge. Ende. Bogen und. Hä, aber der. Digga, verursachen 9 Herzen. Haben, ja, wir nicht, haben wir nicht ein krasses Schwert? Nee, haben wir nicht. Wollen wir mal ein. Ach, wir haben keine Level. Stimmt, da war ja was. Da war ja was, ne? Ist 5. Also ist ein Angriffsschaden gleich ein Herzschaden oder was ist das? Nee, ich glaube, ein Angriffsschaden macht ein halbes Herz Schaden. Da machen wir 18 Angriffsschaden. Du machst ja ein Damage mit der Hand, mit der Faust. Ja. Ja, also kannst du ja mal überlegen, wie viel Damage du machst mit einer, mit einem, also mit einem, also ja. Genau, sehe ich auch so. Oh, mich juckt's gerade am Ohr, also im Ohr. So. Ekelhaftes Gefühl. Ekelhaft. Okay, Leute, wir haben in der letzten Folge. Oh Gott, da ist ein Zombie. Schreckliches festgestellt, aber. Egal, jetzt ist auf jeden Fall das Skelett verbrannt, das ist auch nicht so geil. Aber wenn heute wieder Nacht wird, vielleicht auch jetzt in Reds Folge, dann. Nee, ja. Wir können das jetzt nicht, ich habe das ja angeteasert. Okay. Michael, hilf mir mal. Ja, wo bist du? Mein Nametag. Ja. Mach mal ein Loch in die Wand. Was hast du denn gemacht, Red? Meine Spitzhacke ist kaputt. Ich baue hier hinten gerade alles weg. Hä, wir haben überlegt, wir haben jetzt so eine Treppe nach unten. Ja, ich habe dann die Blöcke natürlich wieder abgebaut und wieder hingesetzt, aber. Cool, ne? Aua, Hilfe! Wo kommen jetzt eigentlich wieder Zombies? Wieso spawnen die jetzt plötzlich hier? Aber wieso das denn? Wer hat ihnen das erlaubt? Glauben Sie, dass ich verrückt bin? Ja. Hey, sind wirklich überall Zombies. Fragte mich Elon Musk nach einem Abendessen. Jo, ging Goldspitzhacken schnell kaputt. Es ist Gold, was erwartest du? Ich dachte mir so, ich bin schlau, weil die am schnellsten abbauen. Jetzt ja, sie bauen, am, ging. Sie bauen am schnellsten ab, aber sie sind halt. Bau doch nicht immer zu, Red. Hallo. Na? Ich glaub, für einen Block hat's noch gereicht. Willst du hinten ein Zimmer machen? Nee, ich will einfach nach unten mich dann, also hinten halt alles wegbauen, weißt du? Ja. Wie wir gesagt haben, weil. Haben wir was gesagt? Dass wir dann halt. Ja, ja, weil dann haben wir alle Ressourcen, dann wissen wir, was wir alles noch haben an Ressourcen. Haben wir dann schon alles aufgebraucht? Naja, ich glaube nicht, dass wir noch großartig Sachen bekommen. Ja, gut, das stimmt. Ich glaube, wir haben auch zu fest verkackt. Okay, er will Kohle für Smaragde und Smaragde gibt uns Fleisch. Oder Chicken. Ja, wow, aber das juckt uns ja nicht. Kannst du Chicken wieder eintauschen gegen Smaragde? Ja, ja. Ich glaube. Mach das einfach. Ich gehe mal ganz kurz mit ihm reden. Ich rede jetzt mal ein ernstes Wörtchen. Wir gehen jetzt in die Verhörszelle. Also sage ich nicht selber, aber. Das war jetzt dumm. Das ist ja eine Eisentür. Ja, scheiße. Ich habe einfach Eisen gefunden hinter unseren Dingens.
Digga, halt die Fresse und trade. Och, er kann nicht mehr. Ich hab mir 5 Smaragde gegeben. Was dir, Mann? Red, kannst du mir kurz helfen, kommen? Was denn? Ja, ich habe mich eingesperrt. Hast du die Tür wieder zugemacht? Ja. Ich chill jetzt hier mit dem Home. Mein Plan hat funktioniert. Spuggy. Ah, ich bin draußen. Und er lacht mich nur wieder aus. Digga, wieso kann ich die Tür nicht hinten? Hä? Geht das nicht? Was geht nicht? Nee, egal, vergiss es. Blumen gießen. Geht nicht. Ja. So, Mike, du guck, war Nacht. Ja, sehe ich auch so. Kannst du mir meine Frage beantworten? Was hast du gefragt? Ob gerade Nacht war. Nee, wieso? Es ja, ist helllicher Tag. Lol, ich habe die Schlucht gefunden, mein King. Welche Schlucht? Du hast immer was ja, von die, der Schlucht? Ja, die, wo ich letztens drin gefaltet habe. So, wo ist die? Fall hier. Runter! Nein. Nein! Oh! Nein, kleiner warte. Kobold. Warte. Oh, da ist ein Creeper! Aber ich hab's überlebt. Passt, ne? Water MLG und dann kam noch der Creeper dazu. Water MLG, Alter. Das Ding ist, da unten hat's noch Kohle. Hier baue sie ab mit der guten Spitzhacke. Ja, dann muss ich aber erstmal wieder hoch. Wir haben uns hier halt echt genau dran vorbeigegraben mit dem Bruchstein, ne? So los. Das waren halt 3 oder 4 Blöcke. Oh, das war jetzt unsere Wand hier. Hier ist einfach Erde. Hier ist einfach Erde, was? Ja, hier ist einfach Erde übel. Oh, ich habe noch Eisen gefunden, das ist auch ganz nett. Immer schön alles abbauen an Ressourcen. Meine Spitzhacke ist kaputt. Eine Spinne! Ich bin eine Spinne! Ab. Ich baue sie ab, ja. Oh, Alter. Ich kann nicht über Spinne. Ich bin eine Spinne! Yeah. Und du kannst nichts dagegen tun. Hast du nicht vorhin noch gesagt, dass Skeletten voll lame sind? Stimmt. In der Folge zuvor oder so. Ja, aber das war ein OP-Skelett. Das ist ja nicht ein normales Skelett. Also ich bitte nicht. Ach so. Junge, aua! Jetzt ist hier noch ein Mini-Zombie jetzt. Alter, ich sterbe schon wieder. Mann, Paula, du kannst ja auch mal anstatt zu dumm rumzufahren, kannst du mir helfen kommen, Alter. Mann, Paula! Was? Das nervt mich schon wieder. Paula, das ist so eine faule Kuh. Nur dumm auslacht. Ja, was willst du denn jetzt hier, Alter? Komm, ich stech dich jetzt ab, ich kann nicht rein. Oh, ich stech dich jetzt ab, Junge. Ja, Paula ist jetzt tot. Jetzt fährt halt niemand mehr. Was? Nein, Spaß, das ist immer das Skelett hier. Das heißt auch Paula, weißt du? Ach so. Ey, wie viele kommen denn da schon wieder? Ich bin im Loch, das ist unfair. Die Paula ist eine Kuh? Wieso sind hier ein Loch jetzt? Paula ist eine Kuh. Oh Gott, Alter. Die macht nicht am Wachmu. Die macht einen Pudding. Der hat Flecken. Oh, der tut sogar richtig gut schmecken. Junge. Gibt's irgendwas aus deiner Kindheit, womit du so richtig aufgewachsen bist? Mike. Hallo? Hast du dich wieder gemutet? Alter, jetzt rede! Tut mir leid, meine Schwester war wieder da. Sie war wieder da. Sie ist zurück. Ich war nie weg. Schon, was wollte ich jetzt eigentlich? Ich weiß es gar nicht mehr. Doch eine Spitzhacke. Ich habe nämlich keine mehr. Ich muss aber erstmal was trinken. Mein Mund ist so trocken. Er ist so unbefeuchtet. Ist nicht lustig. Ist eine ernste Angelegenheit hier. Bauen wir jetzt eigentlich alles rund um unsere Steinkonstruktion einfach ab? Ja. Okay.
Dann, Leute, würde ich sagen, wir machen jetzt weiter. Aber ich trinke jetzt erstmal was. Lass es dir schmecken. Schweizer Quellwasser ist halt auch geil, muss man einfach sagen. Ja, ich trinke auch Leitungswasser. Hey, könnt ihr das in Deutschland? Ja klar, wir können einfach aus der Leitung saufen. Ach, das ist ja in Italien, wo man das nicht sollte, glaube ich. Das ist überall so, außer in Deutschland. Nee, in der Schweiz nicht. In der Schweiz kannst du von jedem Brunnen, von jedem Bach trinken. Und es ist die Offenbarung. Spaß. Die Sache ist halt einfach so, ne? Ich wollte erstmal nicht schon tiefer graben. Ich wollte erstmal auf der Höhe jetzt dieses Zweierding abbauen, Junge. Zweierding? Na, das, was ich gerade die ganze Zeit hier schon abbaue. Auf der Zweierding. Ja, ja, ich mach das auch. Du bist schon tiefer als ich. Ja, du sollst das nicht wieder Blöcke hinmachen. Ja, ich will, ich weiß, aber ich will hier, dass das von außen auch so wie ein Betonklotz einfach aussieht, so. Auch wenn es nicht Beton ist, aber hat was, ne? Aber dann, wenn wir das... Machen wir das einfach so bis hier. Weil da, so entgeht uns halt nichts von den Loot, den wir hier... Vielleicht sind hier noch Kisten versteckt oder so. Das stimmt, das ist eigentlich ganz smart. Ja, aber sowieso, dass wir einfach hier mal alles... Da haben wir alle Ressourcen, da wissen wir so, das haben wir alles und mehr nicht und... gut ist. Und sieht bestimmt auch cool aus. Das ist safe. Weil du musst nur sagen, wie lange deine Folge ist, weil alle 10 Minuten, glaube ich, ist Nacht. Ja, okay, dann ist sie jetzt 11 Minuten. Wir gehen gleich hoch. Ja, dann ist wieder Tag, perfekt. Nein, Spaß. Wenn einfach die nächste Spitzhacke kaputt geht von uns, gehst du einfach hoch und guckst. Okay. Und immer nicht ausleuchten vergessen. Stimmt, sonst passiert uns wieder ein Malheur. Oh Gott, da geht er wirklich tief runter. Das ist unser Loch. Ja. Yes. Es ist gefährlich, ey. Ja. Ja, ich sehe auch so. Mann, ja. Wie ist denn das bei dir geplant im Sommer? Willst du irgendwie mal nach Deutschland kommen oder so? Ich habe halt keinen Plan, wie es mit meinen Ferien aussieht. Vom Arbeiten her. Ich weiß halt, dass ich 2 Wochen in Italien bin. Och, jetzt ist hier noch das Bier. Ja. Stimmt, da wolltest du dir noch eine Freundin für suchen. Ja, stimmt. Stimmt. Ja, aktueller Stand, Leute. Single, by the way. Oh, ich bin hinter unserer Bibliothek. Ja, ich auch. Wir müssen da kurz halt ein bisschen drum rumhauen, aber es ist. Komm ich da einmal gerade durch, damit wir dann Bruchsteine machen können, dass wir es nicht nochmal anbauen. Genau, da bin ich auch schon ein bisschen dabei, ja. Hi, na. Wie geht es Ihnen? Mir auch, danke. Wieso machst du das jetzt nochmal zu hier? Na, weil da nicht lang. Weil da nicht lang. Meine Spitzhacke ist kaputt. Okay, let's go. Ich bin gerade ein bisschen aufgeregt. Es ist dann Nacht. Dann können wir gleich nochmal einen Block mehr abbauen, gleich überall. True. Egal. Hast du den Bogen dabei? Ja, ich hab den Bogen dabei. Okay, dann gehen wir hoch. Komm. Ja. Komm, Red, komm. Alter. Okay, wir hören mal auf so ein bisschen. Ach, Scheiße. Der Digga hat gelacht. Was soll das denn? Hab ich aber ausgelacht. Okay, Leute. Das mal, da Geile ist, die Folge... Was? Da oben fliegt ein Gas. Wo? Bei mir ist der noch nicht da. Ich hab die Reality-Distanz. Ich hab so Angst, dass du mich runterschlägst. Nee. Du kannst mir vertrauen, Red. Ich bin auch Burgi, Mann. Ich bin auch Burgi. Burgi ist mein Vorbild. Also. Guck mal da vorne auf den Fliegenpilz. Fliegenpilz? Aha. Das sieht mir aber... Weißt du, ich First Try? Ja. Wie hoch muss ich denn erzählen? Ich glaube an dich. Ich hab keine Ahnung, wo der Pfeil gelandet ist. So eine Meile zu hoch, Alter. Ja, das ist ja richtig weit. Oh, der war aber knapp. Ich mach das mal. Wie hoch das war. Das war knapp. Das war auch knapp. Der Bogen, glaube ich. Oh mein Gott. Du bist ein weniger. Du schießt, glaube ich, immer noch zu weit. Jawoll! Es hat nicht gezählt.
Ich muss es ja töten aus der Entfernung. Oh mein Gott, warum einen besseren Bogen? Das ist runtergefallen nämlich nur und nicht gestorben. Cool. Ja, dann Leute. Ich geh mal kurz runter und guck mal nach, wie viel das kostet. Ja, jetzt ist das Skelett ja eh weg. Ja, das braucht doch bestimmt nochmal neu in der Nacht. Okay. Ich habe 14 Level, also es darf nicht mehr als 14 Level kosten, die Stärke 4 mit Stärke 4 zusammen zu craften. Das ist Reparaturstärke 4 hier. Bringt denn das dann einen Kill? Stärke 5? Sollte, oder? Das kostet nur 7 Level, Stärke 5. Und wir machen einfach zur Sicherheit noch Flamme drauf. Dann verbrennt's ja. Stimmt. Ja, mach einfach alles drauf, was geht. Fall. Schutz, Glück des Meeres, Schärfe, Plünderung. Flamme hatten wir doch hier, Flamme. Sollte ich hoffe, das darf nicht mehr als 7 Level kosten. Das darf nicht mehr kosten. Ansonsten hast du noch Level? Ja, 5. Es kostet nur 3. Stärke 5, Schlag 2, Reparatur, Flamme. Fehlt nur noch Unendlichkeit und Haltbarkeit. Also Reparatur auch noch. Bist du full life? Nee. Warte. Okay, du kannst mich jetzt sonst kurz abschießen. Alter, ich habe nur noch 1,5 Herzen. What? Also, als du mich gehittet hast. Halt. Ja, aber das. Hä, das muss doch reichen. Wie viele Herzen? Warte, ich zähle dir kurz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das stimmt gar nicht, 10. Echt? Ja. Ich stand auch nicht auf dem Quarzblock. Das kann auch sein, dass es deswegen nicht gezählt hat. Nee, es ist nur runtergefallen, es ist nicht gestorben. Ja, ich stand schon wieder hinter dem Quarzblock. Vielleicht sind das genau die 50 Blöcke auf dem Quarzblock. Stimmt. Safe, ja. Jetzt steht da eins in Rüstung. Oh Gott. Wir haben nicht so viele Pile, Red. Konzentrier dich. Oh, komm schon, fast. Alter. Jetzt haben wir da keine Pfeile, Image. Lol. Ja, jetzt habe ich es getroffen. Aber es brennt noch. Hä? Hä? Haben wir den Erfolg schon? Nochmal weiter weg. Hä, wollte ich mich verarschen, Alter? Ja, das hat keine Rüstung. Das könnte. Wir müssen das, glaube ich, einfach instant töten. Ja, Junge, wir haben Stärke 5. Aber noch nicht Schlag 2. Wir haben aber 2. Schlag drauf. Ja, das schießt es halt mal weg. Ja, hä, wie macht man das denn sonst? Ohne einen Schlagbogen. Ich habe keine Pfeile mehr. Hä? Das ist ja voll eine Verarsche. Hä? Warte mal, Kurt. Das kann doch nicht wahr sein. Ich brauche mal einen Bogen. Haben wir noch einen unverzauberten Bogen? Ja, ich glaube, ja, hier. In Zaubertisch. Unendlichkeit kriege ich auf Level 30 raus. Oha. Auch Level. Jetzt ist ein Skelett hier gespawnt. Unten. Ja, warte, jetzt geh hoch. Dann reicht das safe. Das sind auch. Ja, warte. Wo ist es? Da, bei uns hier. Ah, ich sehe es. Es rennt hier lang. Hallo, Skeletto. Komm, folge mir bitte. Aua, jetzt schießt mich an. Jetzt. Och, Junge, bist du dumm. So. Jetzt ist, glaube ich, Angry auf mich. Ja, oh Gott, Alter, ich bin auf dem Block. Ja, block einfach mit deinem Schild. Ich sehe es da hinten stehen. Die Frage ist, wie weit oben ich sein muss. Geh einfach weit hoch. Es schießt einfach nach mir, aber es trifft mich nicht. Alter, es hat mich fast getroffen, aber im hohen Bogen. Holy ich sehe das Skelett nicht mehr, oder ist das hinterm Baum? Es ist hinterm Baum. Dann lock's mal aus dem Baum vor, damit ich sehe. Oh Gott, ich bin fast tot, ne? Ich höre eine Hexe. Gar nicht gut. Hier oben an der Ding ist scheinbar eine Hexe. Ich habe ja keine Pfeile, ich bin ja behindert. Oh mein Gott. Haben wir wirklich keine Pfeile mehr? Ja, wir können welche machen, wir haben Feuerstein. Das Ding ist, das erzählt doch selbst auch in den Höhen. Nein, es wird Tag. Sorg dafür, dass es einbau. Bau es ein oder so. Es ist runtergekommen, es ist runtergekommen. Hilfe. Unter den Baum oder runter in die Höhle? Unter in die Höhle. Aua. Ich hör's schießen. Bitte schieß doch auf Fred, ich bin fast tot. Ja, ich auch, Junge. Hör auf, dass es auf mich schießt, Alter. Es schießt ja auf mich? Lockst du da hoch gleich? Ich mach grad Pfeile. Ja, wenn du oben auf Position bist, lock ich es dann hoch. Ich hab Pfeile gemacht. Digga, bist du dumm?
Oder, warte mal, ich habe eine Idee. Schnell hoch. Ist schon Tag lange? Ja, ist schon Tag. Ist schon lange Tag? Es ist... What? Ist gestorben? Hä? Es ist einfach gestorben. Ich habe mir überlegt, wenn jetzt Tag wird, dann brennen die ja schon die Skelette. Das heißt, ich treffe das einfach aus Entfernung und während das schon gebrannt hat. Stimmt. Ja, guck mal ganz kurz, ja. Vielleicht schafft es noch. Nee, sie sind keine mehr da. Digga, aber das war so random. Es schoss die ganze Zeit auf mich, ich block die Schüsse ab, plötzlich kracht das einfach zusammen und stimmt. Na, weil der Pfeil an dir abgeprallt ist und das schlechte Skelett. Ja, aber das sollte doch Hit dann anzeigen. Das ist also das. Ja, aber nicht für dich. Ja, das ist doch scheiße. Leute, Minecraft hat uns heute komplett verarscht. Ja, ja. Kompletter Rino. Ja, aber wirklich, wenn ihr sehen wollt, ob wir diese Folge in der nächsten Folge schaffen, dann lasst ein Like und ein Abo da, schaut in die Playlist und vor allem schaut bei Red vorbei, weil dort kommt das Video, lol. Ja, bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüssi. Tschüss.